Heute wird's lang und schwer zu ertragen, da die Betrüger wieder mal absolute Intelligenzverweigerer sind. Ich bin der Callcenter-Crasher und bereits im ersten Anruf beweisen die ihre absolute Dummheit. Der zweite Anruf wird lang, aber noch dümmer. Die langen Wartezeiten, während die Dussel sich schlau fragen oder mich verbinden wollten, habe ich natürlich rausgeschnitten. Und nun viel Spaß mit den Investriesen. Ihr wisst es ja bestimmt, nach dem Intro geht's los. Hallo? Hallo? Ja. Sprich mit dem Thomas? Mit wem wollen Sie sprechen, bitte? Sprich mit dem Herr Thomas. Herr Thomas? Nee, ich heiße nicht Herr Thomas. Ich habe einen anderen Namen. Nein, Thomas, Thomas Vorname. Ja, na, wir kennen uns so nicht. Warum duzen Sie mich? Thomas Hadamczyk. Ja, dann bin ich der Herr Adamczyk, richtig. Genau. Und zwar rufe ich von der Handelsplattform Investis hier an. Von welcher Plattform? Investici. Investici. Okay. Genau. Sie haben sich bei uns registriert? War das eine Frage? Genau, Ihre Daten stehen bei uns, deswegen rufe ich Sie an. Ich habe Ja, von meinem Analytiker die Daten bekommen. Invest wie? Also das ist, sagt mir jetzt gar nichts. Können Sie mir mal die URL nennen, dass ich da mal gucken kann, ob ich die Seite kenne? Was wollen Sie von uns haben? Ich möchte gerne die URL, dass ich mal auf Ihre Webseite gucken kann, damit ich sehe, ob ich Ihre Webseite kenne, wenn Sie meine Daten haben. Ja, genau, das kann ich Ihnen kurz schicken, wenn Sie Nö, wollen. können Sie mir einfach sagen. Also, schreiben Sie mal auf. Ja, langsam. ENV. INV. Ja, S. R. ISE. Punkt LTD. Was in INVSRI? Genau. Punkt LTD. Also INVSRI, wie geht's weiter? T. Also INVESTRISE. Augenblick, das haben Sie eben noch mal von vorne. Sie haben eben buchstabiert INVSRI. Also jetzt noch mal I. langsam und von vorne. Ja, INV. Ja, weiter. S. S. T. T. R. R wie Richard? Ja, genau. Ja. I. Ja. S. Ja. E. E. Und dann Endung? Punkt, Punkt, Punkt. LTD. LTD. Gut. Dann versuchen wir doch da mal zu gucken. So. Also das, was Sie mir jetzt gerade. So, dann schauen wir doch mal. Nee, Server wird nicht gefunden. Haben Sie INV, was falsch? lassen Sie mich doch mal, ich buchstabiere mal. INVSTRISE.LTD. Das haben Sie buchstabiert. Genau. Nein, das wird nicht gefunden. Ja. Ja, aber ich bin ja auch auf unserer Seite. Ja, INVSRTISE. Genau. Nee, wird nicht gefunden. Die Seite gibt's nicht. Bei Haben uns Sie gibt's die. Ihren Buchstaben vergessen oder was? Ich nochmal. Naja, Buchstaben Ida habe ich nicht vergessen. Nordpol Viktor Siegfried Theodor Richard Ida Siegfried Emil Punkt Ludwig Theodor Dora. Super, genau. Ja, Richtig nee, gesagt. die Seite geht nicht. Die gibt's nicht. Dann haben Sie kein Internet bestimmt. Doch, natürlich. Ach, das ist so gut. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Meier.
Ich rufe von Investorize Handelsplattform an. Von wem? Das ist eine Handelsplattform, das heißt Investorize. Ja, und was wollen Sie? Sie haben sich bei uns registriert. Ist das noch aktuell für Sie? Kann durchaus sein, ja. So, wir handeln mit Aktien und großen Unternehmen wie Deutsches Bank oder Rohstoffen auch. Sie handeln mit der Deutschen Bank und mit großen Unternehmen? Ja, genau. Sie verkaufen deutsche Unternehmen? Bitte? Sie verkaufen deutsche Unternehmen? Aktien. Ja, Sie haben doch gerade gesagt, Sie handeln mit deutschen Unternehmen. So, ja, wie Bosch, Aspirin und Deutsche Bank. Ja, aber die Deutsche Bank gehört ja nicht Ihnen. Die können ja nicht mit der Deutschen Bank handeln. Oder Bosch. Eine Aktie. Ach, Sie handeln mit Bank. Aktien. Mit ja, genau. Sie handeln mit Aktien deutscher Unternehmen und nicht mit deutschen Unternehmen. Ja, genau. Ja, das ist... Ja, ich bin kein Deutscher, deswegen... Ja, oh, das hätte ich ja gar nicht gemerkt. Wie, so. Ja. Ja, ich entschuldige mich. Okay, ist genehmigt. Aber trotzdem versuche ich, ja. Ja, so, und was wollen Sie dann jetzt? So, haben Sie Interesse, das Geld zu investieren? Das kommt ja drauf an, was, je nachdem, was Sie mir über Ihre Firma erzählen. Wir bieten zwei Möglichkeiten zu investieren. Mit einem Roboter zu arbeiten und mit einem Analytiker. Wissen Sie, wer Analytiker ist? Nee, ich kenne doch Ihren Analytiker nicht. Woher soll ich den kennen? Analytiker ist ein Börsemann. Ja, ich weiß, was ein Analytiker ist. Sie haben mich gefragt, ob ich Ihren Analytiker kenne. Ja, ich weiß. Ich kenne ihn. Ja, aber ich kenne ihn nicht. Warum fragen Sie mich dann, ob ich ihn kenne? Ja, so deswegen rufe ich Sie. Ich entschuldige mich. Ich bin ein Manager, ja? Ja, gut. Und mein Deutsch ist nicht so gut, ja? Warum rufen Sie dann in Deutschland an, wenn Sie gar nicht Deutsch sprechen? Mein Vater ist Deutsch und ich habe Deutsch nur in die Schule gelernt. Oh, das muss lange her sein. Okay, also Sie sagten wie heißt Ihre Firma? Können Sie mir Ihre Webseite nochmal buchstabieren? Das heißt Investorize. Wie wird das geschrieben? Hallo? So, Investorize. Ja, buchstabieren Sie bitte. I-N-V-I-S-T-R-I-S-E. Ja, und weiter? .de? Deutsche LTD. Bitte was? Investreis.de? .ltd. Ah ja, okay, gut. Ja. Sehr schön, gut. Ja, ich entschuldige mich so für mein Deutsch, ja. Ja, gut, haben Sie jetzt schon mehrfach gemacht. Okay, das ist also Ihre Firma. Okay, gut. Ja, so heute haben wir eine Aktion. Heute und nur heute. Sie können einfach mit einem 100 Euro anfangen. Und kommen Sie danach 25 Euro. Ja. Das war alles. Ja, dann erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihre Firma. So, wir sind seit 17 Jahren auf dem Markt und wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, auf den Online-Markt zu verdienen und zu handeln, ja. Mhm. So 17 Jahre ist nicht einfach, ja. So deswegen, wir sind keine Lüge. Keine Lüger? Ja. Ja, gut.
Wo ist denn der Sitz dieser Firma? In Amsterdam. In Amsterdam. Ja. Also in Niederlanden. Ja, genau. Ich sehe gerade an Ihrer Telefonnummer plus 352, das ist Luxemburg. Ja, genau. Ja, Luxemburg ist nicht Amsterdam, Wir ist nicht Niederlande. haben ein Office dort. So, das ist ein internationales Unternehmen, so deswegen. Ah Wir ja, haben gut. viele Offices auf der Welt. Ja gut, und wo ist Ihr Hauptsitz dann? In Amsterdam. In Amsterdam ist Ihr Hauptsitz. Da sind Sie Ja, gemeldet. genau. Ja, Okay. genau. Ah ja, ist interessant. Gut, okay. Gut, und Sie So, sind. wir haben auch. Entschuldige. Was haben Sie auch? So, wir haben drei Paketen auch, statt dieser Aktion. Wir Ja. haben drei Pakete. Sie können einfach mit 250 Euro anfangen und 500 Euro und 1000. Das war ja und mehr können Sie nicht dazu sagen. Hallo. Also, so, haben Sie Interesse, sagen Sie mir bitte. Ja, natürlich, aber Sie erzählen ja gar nicht über Ihre Firma. Also Sie sind eine Firma aus den Niederlanden und rufen aus Ja, Luxemburg genau. an. So, als ich gesagt habe, wie wir sind seit 17 Jahren auf dem Markt, so, Ja. wir handeln mit Apple, Bosch, Aspirin, Deutsche Bank, so die Aktien von diesen Unternehmen. Gut. So, ja. Und kurz gesagt, das ist ein Trading, ja. Sie kaufen und verkaufen. Und das Preisdifferenz bekommen Sie als Gewinn. Okay. Ja. Das heißt, Sie machen So. CFD-Handel, richtig? Ja, genau. Ah, CFD-Handel. Okay, gut. Das haben Sie ja Ja. bis jetzt noch gar nicht gesagt. Kann ich bei Ihnen auch Aktien kaufen? Kaufen und halten? Ja, genau. Weil Sie haben ja gesagt, Sie handeln auch mit Aktien. Haben Sie Erfahrungen mit ähnlichen Plattformen? Haben Sie einmal probiert zu investieren? Ja, vor ganz, ganz vielen Jahren, ja. Vor 20 Jahren. So. Was war das Ergebnis von diesen Erfahrungen? Gute Erfahrung. Gute Erfahrung. Ja. So, das heißt, dass Sie mit uns arbeiten wollen, oder? Ja, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Sie können mir ja mal ein Angebot schicken, was Sie bieten. Ja, ich kann alle Informationen per Mail schicken, ja. Genau. Genau. Welche E-Mail haben Sie von mir? T, Komma, oh, dort. H A T A D, Entschuldigung. A M Z I K E Web D. Ist das Ja, richtig? t.hdampzig@web.de, richtig. Ja. So, ich schicke Ihnen alle Informationen per Mail und dann können Sie eine Entscheidung treffen, oder? Ja, ich bleibe dran am Telefon. Schicken Sie mir erstmal die E-Mail. Okay. Ich schicke Ihnen jetzt. Können wir am Telefon bleiben? Natürlich. Okay, das klingt gut. Das dauert ein paar Minuten, Entschuldigung. Oh, sind Sie nicht so schnell im Tippen? Nein. Na, da sind Sie ja genau an der richtigen Stelle. Ja, genau.
Und was machen Sie beruflich, wenn ich diese Frage stellen darf? Ja, ich bin im Baugewerbe tätig. Oh. Klingt interessant. Hoffentlich. So, ich schicke. Ja. Haben Sie bekommen? Nein, noch ist nichts da. Ich habe es schon geschickt. Ja, aber noch ist nichts angekommen. Können Sie bitte aktualisieren? So, jetzt haben wir's. Klaus Meier. Ja, genau. So. Ja, aber das sind doch keine Informationen, das ist nur der Link. Sie sollten mir doch ein bisschen Aber Ihr Angebot können Sie schicken. mir bitte sagen, welche Informationen brauchen Sie? Ja, zum Beispiel, was Sie mir anbieten, welches Portfolio Sie mir anbieten. Das müssen Sie mit Analytiker abklären. Ja, dann geben Sie mir den Analytiker. Ja. Wir müssen als erstes müssen wir im Geschäft zu kommen, ja. Wie, was in Geschäft zu kommen? Erstmal möchte ich ja natürlich logischerweise erstmal Informationen haben, was Sie mir überhaupt anbieten. Nur ein Link, das ist nicht genug. Ich muss ja wissen, was ich mit bei Ihnen machen kann. Schauen Sie mal. Sagen Sie mir bitte, was genau brauchen Sie? Welche Informationen? Das Portfolio, was Ihre Firma anbietet. Nein, ich bin ein Manager. Ja, eben, deswegen Ich sollten Sie doch wissen, welches Portfolio Ihre Firma anbietet. So, ich bin ein Manager als Telefonist, ja. Ich spreche und biete die Möglichkeiten, die Sie benutzen können. Ja gut, aber das ist, Ich bekomme Sie können mir ja noch die gar. Nachricht vom Analytiker und dann schicke ich es Ihnen. Ja gut, dann möchte ich gern bitte die Nachricht von einem Analytiker haben, dass Sie mir das weiterleiten. Wenn Sie sonst zu nichts gut sind und im Prinzip nur Telefonist sind. Sie sind ja kein Manager, Sie sind ja nur ein Telefonist. Okay, oh, hallo. Sind Sie da? Wer ist da jetzt? Ja, so als ich jetzt sage, ich bin ein Manager, ja, ich Nee, habe nur diese Information, die ich habe, und ich habe Ihnen eigentlich geschickt, ja. ja, das ist alles, das Und ist nur der Link. Das sind ja keine Informationen. als ich Hallo, gesagt, lass mich doch ich bitte habe mal nur. ausreden. Lass mich doch einfach Ich mal habe nur. ausreden. Sie sind ein Manager und das Einzige, was Sie mir schicken können, ist Ihre Plattform. Das ist alles. Aber Ja, Sie sollen sich dort registrieren als erstens. ich denke, ich bin da registriert. Sonst hätten Sie mich ja gar nicht anrufen können. Hallo. So, Sie bekommen die Information von mir und dann Sie registrieren sich und Ich bin dann doch schon bekommen Sie. registriert, sonst hätten Sie mich doch gar nicht anrufen können. Woher haben Sie denn meine Telefonnummer, wenn ich nicht registriert bin? Woher haben Sie meine Telefonnummer? Hallo, Ihr Telefon ist, glaube ich, kaputt. Hallo, Entschuldigung, die Verbindung ist schlecht vielleicht. So deswegen Aus höre ich Sie schlecht. Luxemburg ist die Verbindung schlecht? Das ist doch ein Quatsch, das ist doch Ja. Blödsinn. Luxemburg ist Na, doch. das ist wegen unserem Internet. Ach, Sie nutzen das Internet. Ja, aber aus Luxemburg ist das sehr, sehr stabiles Internet. Ich habe Verwandtschaft in Luxemburg. Hallo, Ihr Telefon ist schon wieder kaputt. Ich höre wieder nichts.
Hallo. Was ist denn los mit Ihrem Telefon? Als ich gesagt habe, alle Informationen, die Sie brauchen, Sie können auf dem Website bekommen. Nee, sehe ich nicht. Welches Portfolio bieten Sie mir denn? Dort steht alle Informationen, die Sie brauchen. Welche brauche ich Können Sie denn? ein bisschen, wenn Sie ein Lust haben, wenn Sie Interesse haben, Sie können so auf dem Website alle Informationen finden. Ja, welche Informationen brauche ich denn Ihrer Meinung nach? Sie brauchen Informationen über die Paketen, die Nee. Sie benutzen kann, ja? Nee, ich rede nicht Wie von den Architekt. Paketen. Ich brauche Informationen, was ich bei Ihrer Firma handeln kann. Ein Sie Portfolio, was können Ihre Firma, was Ihre, ja genau, na, das gerne hätte ich gern als Portfolio für mich. Das sollten Sie mir schicken und so. nicht nur den Link. Aber ich hab schon gesagt, dass Sie können handeln mit alles, so Aktien, Rohstoffen wie Gold, Öl, Gas und Aktien großer Unternehmen. So, ich hab alle Informationen Ihnen gesagt. Okay, gut. Dann können Sie mir bitte sagen, weil das steht nicht auf Ihrer Webseite, wie geht Ihr Unternehmen mit dem, was ist mit dem Agio bei Ihrem Unternehmen, wenn ich Aktien kaufe? Was meinen Sie genau? Ich meine, wie geht Ihr Unternehmen mit dem Agio um? Diese alle Informationen, diese was haben Sie gesagt? Alle Informationen, Sie können mit Analytiker besprechen. Ja, dann geben Sie mir So, den die Analyse Analytiker. Analy Da möchte ich bitte gern den Ich Analytiker bin sprechen. Telefonist, ja, ich Ja, bin ein das Manager. sagten Sie. Nein, Sie sind Telefonist und kein Manager. Sie telefonieren nur. Dann geben Sie mich an jemanden weiter, der Analyst ist. Hallo. Aber ja, aber vor allem sollen wir entscheiden, ob Sie das Interesse haben zu investieren oder nicht. Ja, natürlich habe ich das Interesse, deswegen möchte ich ja mit dem Damit Analysten. Lassen Sie mich doch ausreden. Sie haben mich gerade gefragt, dann warten Sie die Antwort ab. Also, Sie haben mich gefragt, ob ich Interesse habe. Ja, habe ich. Und genau deswegen möchte ich wissen, mit was ich bei Ihrer Firma rechnen kann. Mit welchen, zum Beispiel, wie Ihre Firma mit dem Agio umgeht. Das möchte ich wissen. Sie können es als Telefonist mir nicht sagen. Da möchte ich bitte hier mit jemandem sprechen, der mir das sagen kann. Aber diese Information habe ich nicht. Ja, eben, deswegen habe ich ja gesagt, verstehen Sie eigentlich Deutsch? Ich sagte, Sie Ja, sollen mich, ich ja, verstehe, und ja, ich vor allem verstehe. unterbrechen Sie Sie wollen mich. mit einem Analytiker sprechen, oder? Ja? Richtig, Na? genau. Aber bevor Sie sollen ein Paket kaufen, ja? Dann gebe ich Ihre Kontakte zu Analytiker. Genau. Dann machen Sie Zusammenarbeit. Ja, genau. Bevor ich ein Paket kaufe, möchte ich die Informationen haben. Genau. Ja, Analytiker eigentlich kann nicht mit jedem sprechen, wer Interesse haben, ja? Ja, Das geht also nicht. bevor ich Ihr Kunde werde, möchte ich gerne wissen, was ich bei Ihnen machen kann, was ich bei Ihnen handeln kann. Sie können mir die Informationen nicht geben, da muss der Analytiker das dann eben machen. Aber so, wie verstehen das Sie? Ich verstehe das ganz genau. Vor allem, würden Sie denn, wenn Sie ein Auto kaufen, das Auto kaufen, ohne es Probe gefahren zu haben? Ja, genau. Machen Sie auch nicht, ne? Sie müssen auch erst wissen, welche Farbe hat das Nein, Auto, welcher nein, nein, Motor. nein, auch. Lassen Sie mich doch ausreden. Sie wollen doch auch erst wissen, welche Farbe hat mein Auto, welchen Motor hatte mein Auto und wie fährt mein Auto. Bevorher kaufen Sie es auch nicht. Oder? Kaufen Sie Ihr Auto blind? Ja, genau. Ja, Sie eben. haben recht. Ja, genauso. Und deswegen brauche ich jetzt den Analytiker, der mir das erklärt. Aber so bei uns, das funktioniert nicht so. Ja, Sie sollen als gut. erstes ein Paket kaufen, so Nein, ein Paket kaufen, dann können Sie. Sie kaufen doch auch kein Auto, bevor Sie das Auto gesehen haben, oder? Haben Sie mir doch eben Genau. zugestimmt.
Warum soll ich ein Paket kaufen, bevor ich weiß, was das Paket ist, was sie mir bieten können? Ist logisch, ne? Ja. Okay, können Sie ein bisschen warten, so ein paar Minuten, dann ja, ich spreche mit meinem Kollegen, dann gebe ich Ihnen Antwort, okay? Ja, Ein paar Minuten. Sie müssen mir nur Ihren Analysten geben. Weil Sie können ja die Fragen gar nicht beantworten. Ich habe vielleicht So, ja noch mehr Fragen. ja. So, deswegen geben Sie mir ein paar Minuten, ich spreche mit Analytiker und dann gebe ich Ihnen Antworten. Ja, gut. Das dauert ein paar Minuten, okay? Ein paar Minuten. Na, eine Minute, ja. Okay, dann los. Okay, Dankeschön. Hallo? Ja. Sind Sie da? So, wissen Sie etwas über MetaTrader? MetaTrader 5. Ja, natürlich. So, aber das hat ja nichts mit meiner Frage zu tun gehabt. So, wir arbeiten mit MetaTrader 5. Das hat aber doch, ich habe doch was ganz anderes gefragt. Sie haben genau gefragt, was können Sie, wohin können Sie genau investieren, Ihr Nein, Geld, ja? ich habe gefragt, wie Ihre Firma mit dem Agio umgeht. Hallo? Hallo. Ja. So, kurz gesagt, das funktioniert wie ein Trading, ja? Wie Sie kaufen und verkaufen. Das Preisdifferenz bekommen Sie als Gewinn. Wissen Sie, was ein Agio ist? Hallo, Ihr Telefon ist wieder kaputt. Nein, ich bin da, ich bin da. Ja, meine Frage Ich war, bin ein Manager. Wie nee, können Sie wissen, Sie was sind ein ein Video ist? Telefonist. Sie sind ein Telefonist, Sie sind kein Manager. Ein Manager wüsste genau, was ein Agio ist. Sie wissen es nicht. Können Sie Oder mir kurz erzählen, könnten. was ist Agio ist? Nee, Sie sind doch ein angeblicher Manager. Sie Meiner sind. Meinung nach, ich hab Ihnen alle Informationen gegeben, Nein, aber Sie haben Sie mir gar keine trotzdem verstehen Informationen nicht, was gegeben. funktioniert und Sie haben mir gar keine Informationen gegeben. Sie erzählen mir was von MetaTrader, obwohl ich nach dem Agio gefragt habe. Sie verstehen ja nicht mal, was ich sage. Wie soll ich bei Ihrer Firma investieren, wenn Sie mir noch nicht mal einfachste Fragen beantworten können? diese genau Fragen, Sie können am Analytiker Ja, stellen, eben, ja? deswegen sollten Sie mich Ich ja habe an einen. keine Ahnung, aber Deswegen Sie sollten. können mit Analytikern Hallo! nicht reden. Hallo! Hallo? Deswegen Hallo? sollten Sie mich ja an einen Analytiker weiterleiten, damit der meine Fragen Aber beantworten kann. Sie können das nicht, weil Sie Doch, nicht kann unsere ich, kann Kunden ich. sind. Ich kann reden, ich kann zuhören. Sie können das nicht. Sie können weder zuhören, noch können Sie Fragen beantworten. Und jetzt ist schon wieder Ihr Telefon Okay, stumm. okay, okay. Schauen Sie mal. Was soll ich Ich denn schauen? entscheiden Sie. Sie sollen entscheiden, welches Paket ist günstig für Sie. Das Und kann ich dann nicht entscheiden, können das Sie. kann ich nicht entscheiden, bevor ich weiß, was Sie mir zur Verfügung stellen, bevor ich nicht Fragen beantwortet habe. Sie haben mir keine Fragen beantwortet, nicht eine. Weil Sie einfach nur ein Telefonist sind. Sie sind kein Na, Manager. ich bin da. Ich rede mit einem Kunden. Bitte? Ich versuche Ihnen helfen. Ja, bis jetzt konnten Sie mir gar nicht helfen. Sie haben ja nur keine Fra Sie haben mir gar keine Fragen beantwortet. Das ist lustig. Na, das ist nicht lustig, Warum aber lachen Sie dann? meiner Meinung nach. Warum lachen Sie dann? Hallo? Hallo, ich bin da. Ja, dass Sie da sind, ist mir klar, aber warum sagen Sie nichts?
Ich habe Fragen Aber gestellt. was soll ich sagen? Das funktioniert so. Sie sollen unsere Kunden sein und dann bekommen Sie so Warum dieses soll ich, Gespräch mit wieso soll dem ich erst, Analytiker. ja, wieso soll ich erst irgendwie ein Paket auswählen und bezahlen, bevor ich weiß, was Sie bieten? Sie können mir nicht eine Frage beantworten. Und dann glauben Sie allen Nein, nein, Ernstes, lassen Sie nein, mich ausreden. Lassen Sie mich ausreden. ich schuldige mich. So, Sie können mir nicht eine Frage beantworten und ich soll erst irgendein Paket kaufen, bevor ich erfahre, was Sie mir bieten. Sie können mir einfachste Fragen nicht beantworten. Wie soll ich dann bei Ihnen Kunde werden, wenn Sie mir einfachste Fragen gar nicht beantworten können? Deswegen möchte ich gerne den Analysten sprechen. Der will aber nicht mit mir sprechen, weil Sie nur am Telefon sind. Dann werde ich sicherlich nicht Ihr Kunde werden. Aber das war nicht so einfach, ist die Frage. Ja, natürlich ist es nicht einfach, aber Sie sind ja auch kein Money-Manager, deswegen können Sie die auch nicht beantworten. Deswegen will ich ja mit dem Analysten Nein. sprechen. Okay, so, können Sie mir bitte, ich spreche mit dem Analytiker. So, als ich gesagt habe, Analytiker hat mir gesagt, dass es nicht so funktioniert so. Ja, Sie das ist aber sollen doch noch, als erstes ja, das sein ist doch Ihr Kunde sein von Problem. unserer Wenn Sie Kunde. keine Kunden haben wollen, dann können Sie das gerne so weitermachen. Wenn der Analyst nicht mit mir spricht, dann werde ich sicherlich kein Kunde bei Ihnen. Ja, ich warte auf die Antwort, auf Antwort vom Analytiker. Was haben Sie Dazu denn brauche ich gefragt? so eine Minute. Ich habe Was haben alle Sie? Informationen, die ich habe. Ich habe alle Informationen Ihnen gegeben, die ich habe. Was haben Sie den Eigentlich. Analytiker denn gefragt? Ich hab ihn gefragt, was soll ich sagen? Was soll ich antworten? Hallo. Ja, zu welchem Thema? Um Ihre Antwort. Ich Oh, um habe. Ihre Frage, Entschuldigung. Ja, welches war denn meine Frage? Sehen Sie, Sie verstehen ja noch nicht mal das, was ich sage. Na, ich verstehe Sie, aber ich habe keine Antworten. Verstehen Sie mich? Ja, was habe ich denn gefragt? Sie haben mich verstanden. Was? Sie haben mich gefragt, Nun kommen was Sie doch, hören genau Sie doch mal auf zu kann. stottern. Hören Sie doch mal auf zu stottern. Sortieren Sie Ihre Worte und dann reden Sie flüssig durch. Sie stottern so dermaßen. Sind Sie nervös? Sind Sie am ersten Tag Oh, da? nein, ich bin nicht nervös, ich bin nicht nervös. Ja, warum Aber stottern Sie dann so? ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll, Richtig, sag. richtig. Sie haben Deswegen keine halt. Ahnung. Deswegen sind Sie nur Telefonist und kein Manager. Na, wir haben genau Informationen, die ich Ihnen gegeben habe. Ja, Ich nee, das habe ist, Sie keine haben ja extra keinerlei Informationen. Informationen. Ich habe Ja, kein. Sie haben gar keine Informationen. Sie haben ja gar keine Informationen Nein. gegeben. Warum keine? Warum keine? Ich habe Ja, das weiß ich auch nicht, warum. Ich weiß Ihnen auch gesagt, nicht, warum Sie mir ich habe keine mit Informationen gegeben haben. Aktien Ja, große aber Unternehmen trotzdem, wie Apple, Samsung und Tesla. das Ich ist habe aber doch keine auch gesagt, dass Information. Das macht doch jedes Trading-Unternehmen. Das ist doch keine Information. Das kann man überall an der Börse handeln, das weiß man selber. Sie haben mir also keine neuen Informationen gegeben. Und Sie haben gar nicht verstanden, was ich gefragt habe. Oder wiederholen Sie doch mal, was ich gefragt habe. Hallo. Ich gebe das Telefon zu Analytiker. Na endlich, wird doch Zeit. Ja, danke. Hallo? 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 Ja, hallo. Hallo? Welche Fragen haben Sie? Wer ist denn da bitte jetzt? Helmut, mein Name. Hallo. Gut, okay. So. Ja. Ihr Kollege hat mir verzweifelt versucht, irgendetwas zu erklären, was man gar nicht verstanden hat. So, die Frage ist, Ihre Firma, wie geht Ihre Firma mit dem Agio um? Sie meinen mit Aktien? Also wir Nein, kaufen ich sagte Aktien. Agio.
Adio, was meinen Sie direkt? Adio. Ja, Agio. Adio. Oh, müssen Sie es Adio. erst googeln? Adio. Sie meinen Sie müssen das erst Wort Adio? googeln. Ja, müssen Sie das Nein, ich erst muss nicht googeln? googeln. Nein, ich google gar nicht. Ja, dann erzählen Sie mir doch. Wie geht Ihre Firma damit um? Ja, ich höre doch schon, jetzt wird geflüstert. Adio, adio. Das ist ein französisches Wort, wie ich das weiß. Nein, ist es nicht, aber ist egal. Ja, erzählen Sie. Ja, nee, ich möchte gerne wissen, wie Ihre Firma mit dem Agio umgeht. Was meinen Sie direkt, Adio? Also meinen Sie mit den Aktien, was verkauft wird und gekauft wird? Das meinen Sie? Agio, sagt Ihnen der Begriff Agio gar nicht? Erklären Sie mir mal, was ein Agio ist. Ne, das will ich von Ihnen wissen, was Sie Nee, damit, was Sie von uns wissen Sie wollen. sind doch der Finanzmann, der Analytiker. Ja, Da natürlich, genau. müssen Sie doch wissen, was ein Agio ist. Ja, genau. Wir kaufen die Aktien an und verkaufen für einen Preis und haben die Kunden einen guten Bonussystem. Ja, das ist aber nicht die Frage. Erklären Sie mir mal, was das Agio ist. Das habe ich doch gerade gesagt. Nee, nee, das haben Sie nicht. Ja, das ist das. Nein, nein, ist es nicht. Sie wissen gar nicht, was ein Agio ist. Sie können mir gar nicht erklären, was ein Agio ist. Hallo. Ja. Ja. Ja, was ist ein Agio? Das habe ich doch gerade gesagt, Nein, Adio. haben Das Sie ist ein nicht. Aktie. Nein, haben Sie nicht gesagt. Agio ist keine Aktie. Wollen Sie die Stichpunkte wissen von Ich möchte genau vom System? wissen, was Ihre Firma, wie Ihre Firma mit dem Agio umgeht. Und Sie wissen ja noch nicht mal, was ein Agio ist. Das habe ich doch gerade gesagt, Adio. Nein, Das haben Sie ist nicht eine Aktie. gesagt. Sie haben mir nicht gesagt, Doch, das habe ich gesagt. was ist denn ein Agio? Erklären Sie es mir. Ja, das ist eine Aktie, wo man die für einen Preis verkauft und für einen Nein, Preis ist es verkauft. nicht. Eine Agio ist keine Aktie. Natürlich ist das eine Aktie. Nein, das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Sie haben keine Ahnung vom Finanzhandel. Das ist aber so. Das ist eine Aktie, wo Nein, man die Aktien für einen Preis kauft und für einen nein, anderen Preis nein, verkauft. nein. Agio ist Genau. keine. Ich kann es Ihnen erklären. Ein Agio ist ein Aufgeld, was man für den Kauf einer Aktie bezahlen muss bei einer Firma. Ein Genau. Aufgeld. Sie haben gesagt, es wäre eine Aktie. Also haben Sie keine Ahnung Aktien, genau. davon. Nein, es ist keine Aktie. Sie Und verstehen es ja man immer kauft noch die nicht. Aktien ein und dann verkauft man für einen Ja, anderen nee, Preis und ja, aber das ist ja genau, kein und dann Agio. Ein Agio ist ein Aufgeld. Ein Aufgeld und ist das eine Plus, was man Agio. dann wird man verteilt, ja, verteilt und Nein, dann Sie haben quasi. also keine Ahnung. Gut, okay, dann erklären Sie mal, wie Ihre Firma mit dem FOMO-Syndrom umgeht. Hören Sie mal zu. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit die Fragen beantworten, was Sie Ja, von uns weil erwarten. Sie offensichtlich kein Finanzanalyst sind. Natürlich. Ja, nee, offensichtlich nicht. Sie können mir elementare Begriffe aus der Finanzwelt gar nicht erklären. Das ist einfach, Sie verstehen unter anderem, wenn Sie das schon gemacht haben, ich bin in der Übungsphase und Ach, für mich ist es Sie ein sind Neuland. ein Genau. Finanzanalyst in der Übungsphase? Also haben Sie doch gar keine Richtig, Ahnung. genau. Welche Ausbildung haben Sie denn als Finanzanalyst? Ein höheres Ja, was denn? Ausbildung. Ja, was denn? Als was denn? Ja, Oh, jetzt kommen Sie aber Analysten. ins Stottern. Nee, gar nicht. Ja, dann sagen Sie mir doch, welche Ausbildung haben Sie als Finanzanalyst? Finanzberater. Ja, Finanzberater ist kein Ausbildungslang. Haben Sie irgendwas studiert? Studiert habe ich gar nicht, nein. Ah ja, okay. Und welchen Lehrgang haben Sie gemacht, um Finanzberater zu sein? Gar Welche keinen. Ausbildung haben Sie gemacht, um ein Finanzberater zu sein, ein Analyst? Gar keine Ausbildung. Sehen Sie? Und solch einer Firma soll ich mein Geld anvertrauen? Die Leute einstellen, die noch nicht mal wissen, was ein Agio ist oder was ein FOMO-Syndrom ist. Sie haben schlicht und ergreifend keine Ahnung von ihrem Job. Und solch einer Firma soll ich mein Geld anvertrauen? Hören Sie mal zu. Hören Sie mal zu. Sie, Bemäßigen Sie genau, Ihren hören Sie mal Ton. Bleiben Sie freundlich. zu. Genau. Ich bin Genau. zu Ihnen freundlich. Ich bin ganz freundlich. Ja, Ich hören Sie mal zu, fühle ist mich nicht auch freundlich. freundlich. Genau, aber Sie versuchen die ganze Zeit irgendwie Sachen zu machen, die überhaupt nicht
stimmen und Was stimmt beleidigen Sie denn da nicht? uns. Was stimmt denn da nicht? Genau. Was Können stimmt Sie da Ihre nicht? Tonlage auf Was stimmt denn normal auf. nicht? Genau, und versuchen Sie Nee. normal mit uns zu reden Ja, ich rede die und ganze Zeit normal das mit Ihnen. Sie können mir keine Frage beantworten und Sie sagen, Sie wären Finanzanalyst. Sie wissen nicht, welchen Ausbildungsgang ein Finanzanalyst abgeschlossen haben soll. Sie sind ungelernt und solch einer Firma soll ich irgendwie mein Geld anvertrauen? Ist das Ihr Ernst? Das ist unser Ernst, genau. Ja. Okay, Das ist aber unser Ernst. ja, das ist peinlich genug. Okay, gut, okay. Aber lassen wir das mal. Ihre Webseite, Ihr Portal, Genau. wie lange gibt es denn Ihr Portal denn schon? Seit 17 Jahren sind wir schon unterwegs. 17 Jahren, ich sehe es genau, ja. Ja. Ihre Webseite, Investreis LTD Limited, wurde vor Richtig. 113 Tagen erstellt. Am 27. ab. Aktualisiert. Nein, nicht aktualisiert. Aktualisiert. Was Nein, meinen nicht Sie mit? aktualisiert. Ich sehe es genau. Sie wurden created am 27.04.23, vor 113 Ja. Tagen. Nicht Ja. aktualisiert. Doch, das war eine Aktualisierung. Nein, Das war eine Aktualisierung nein, Ihrer das stimmt Webseite. nicht. Aktualisiert wurde Ihre Wissen Sie Webseite. was? Lassen Sie mich doch Genau. einfach mal ausreden. Hören Sie mal zu. Wissen Sie, Nein, ich was höre bei nicht zu. Aktualisierung ist? Ja, ich weiß Ja, ganz wenn Sie, genau. Ich weiß Sie wollen ganz unsere genau, was Historie? aktualisiert ist. Aktualisiert Genau. wurde Ihre Webseite am 2. Mai 2023. Am 2. Mai. Richtig. Ja, aber nicht am. Aktualisiert, genau. Ja, richtig, aber erstellt wurde Ihre Webseite am 27. April. Aber Da ist sie neu genau. erstellt worden. Das heißt, Sie sind keine 10 Jahre alt, wie Sie gesagt haben. Genau, aber Webseite ist was anderes. Webseite kann man immer erneuern. Richtig? Ja, Richtig. nein, diese Webseite, auf der Sie jetzt gerade hier mich einloggen wollen, die ist gerade mal Genau. 113 Tage alt. Ja, Ja, ist ja und nicht nicht, schlimm. Ist und, ja eine Aktualisierung. ja, na, nein, es ist keine Aktualisierung, es ist eine neue Erstellung. Ja, nee, das ist kein Neuerstück, das ist Doch, eine natürlich, ich Aktualisierung. sehe es. Ich Das sehe ist es schwarz auf weiß vor mir. Ich sehe zwei es verschiedene schwarz. Sachen. Ja, Aktualisierung. okay. Sie, Genau. ja, Das ist okay. Dann sagen Sie mir Aktualisierung da. und Neuerstellung sind zwei verschiedene Ach, Sachen. ja, eben genau, das ist das Problem. Genau, Gut, sehen Sie, Sie sehen genau, nur das, genau. Sie sehen das, was Ja, Sie sehen wollen. na, ich sehe genau das. Ich sehe Genau. alles. Ich Nein. sehe genau, wann die Seite erstellt wurde. Wann sie. Genau. Ja, lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Ich sehe. Ja, reden Sie. Reden Sie ruhig, klar, ich höre Ja, Ihnen Sie zu. unterbrechen mich ja dauernd. Nein, ich unterbreche Sie gar nicht. Doch, Ich bin ganz ruhig. permanent. Ich möchte versuchen zu erklären. Sie Nee, versuchen Sie irgendwie unterbrechen mich aggressiv zu dauernd. handeln. Sie unterbrechen Nein, mich gar dauernd. nicht. Darf ich jetzt sagen, hören Sie sich jetzt Erzählen Sie. alles an? Also, Ihre Webseite wurde vor 113 Tagen erstellt, created am 27. April 2023. Sie wurde abgedatet am 2. Mai 2023 und sie läuft ab am 27.04.2024. Das ist jedermanns, Ja, ja, das, ja, natürlich. Und da okay, steht, das hat genau, nichts okay. mit. Sie haben mich ja schon wieder unterbrochen. Ist Nein, lustig, warum soll ne? ich Sie unterbrechen? Ja, Warum? eben, frage ich mich auch, warum unterbrechen Sie mich? Ich unterbreche Sie doch gar nicht. Ich sage Doch, nur, Sie haben mich genau wieder man kann. unterbrochen. Aber okay, machen Genau. wir aber weiter. Nein, Sie, so, man kann doch also. die Internetseite immer aktualisieren. Und wenn das mal auf Ja, einer Stand war, man kann immer die sie Seite ist aber nochmal nicht auf neue Stand bringen, aber. aktualisiert. Sie ist neu erstellt worden am Neu 27. erstellt. Ja, April. natürlich. Das, genau. Ja, und Genau, Sie. neu erstellt. Warum Ja. neu erstellt? ja Weil die nicht mehr aktuell war und deswegen wieder neu erstellt. nein, Warum nicht? das, nein, Kann man das, doch machen, oder? das Warum wäre soll man eine. immer auf einer Seite bleiben? Das wäre eine Aktualisierung. Neu erstellt wäre, vorher gab es diese Webseite gar nicht. Genau. Aber Sie müssen auch eins wissen, überall in jedem Land sind andere Gesetze. Das müssen Sie auch wissen. Ja, aber dieses Gesetz gilt für die ganze Welt. Neu erstellt ist neu erstellt. Die gab es vorher gar nicht, die Webseite. Ja, Ihre Webseite natürlich gab haben es Sie auch vorher recht. nicht. Ja, natürlich habe ich Die recht. gab's aber unter anderem Format. Nein, die gab es vorher Die war nicht. unter anderem Format. Nein, gab es Doch, vorher die nicht. gab's. Investreis LTD gab es vorher nicht. Wir sind ja nicht umsonst 17 Jahre auf dem Markt. Nein, 17 sind Sie ja Jahre nicht. ist schon Sind Sie ja ganz nicht. schön Mit lang. welcher Webseite waren Sie denn vorher auf dem Markt? Auf die gleichen. Auf die Nee, gleichen. nein, kann ja gar nicht sein. Natürlich. Nein, Warum nicht? weil die Warum? Web. Lassen Sie mich doch Ja, einmal bitte. antworten. Auf jeden Fall machen Sie mal.
Die Investreisen, Sie mal. Sie unterbrechen mich schon wieder. Nein, tue ich nicht. Doch, natürlich tun Sie das. So, die Invest, Okay. ja, und schon wieder. Die Investreisen Und schon Limit. wieder, genau. Ja, Erzählen und Sie. schon wieder. Okay, das hat keinen Sinn mit ihm. Okay. Sie sind offensichtlich ein Betrüger. Warum sind wir Ist Sie sind so lustig, ne? negativ eingestellt? Ich bin Ja, Sie sind nicht. so negativ eingestellt. Ja, Sie weil haben Sie mich da, dauernd hören Sie bitte. unterbrechen, zum Beispiel. Nein, hören Sie was. Sie hatten bestimmt schlechte Erfahrungen gesammelt. Sie hatten bestimmt irgendwo Geld investiert und Nein, mussten habe ich Geld verloren nicht. haben. Habe Und ich nie. nicht. Und jetzt denken Sie Und negativ über ganze Plattformen. nee, ich Und denke das finde ich negativ gut. über Ich finde Sie. Nein, Über das Sie ist nicht gut. Ich persönlich, finde über Ihre Plattform. Und Sie können mich gerne weiter wirklich. unterbrechen, ist kein Problem. Sie können mich ja gerne vom Gegenteil überzeugen. Zum Beispiel, wo sind Sie reguliert als Finanzdienstleister? Welche Richtung? Was meinen Sie? Ja, wo sind Sie reguliert als Finanzdienstleister? Sie sind ein Ja, Finanzdienstleister, wo sind Sie reguliert? welche Bedeutung, welche Stichpunkte, was meinen Sie? Regulation, falls Ihnen das mehr sagt. Ja, erzählen Sie. Ja, Was wollen Sie da genau wissen? ich möchte wissen, wo Sie reguliert sind. Habe ich doch gerade gesagt. Nein, haben Sie nicht gesagt. Wo sind Sie reguliert? Richtung Analytiker. Sie verstehen nicht mal mein Deutsch. Vielleicht auf Nein, Englisch. Sie müssen Lizenz, Trading-Lizenz. Wo sind Sie reguliert? Ja. Regulation von Trading-Lizenz. Wo? Genau, in Amsterdam. In Amsterdam. Bei welchem Unternehmen? Richtig. Bei welcher Behörde? Das ist schon zu privat, was Sie wollen, Nein, wissen wollen. das ist nicht privat, das ist öffentlich, das ist Firma. Firma muss Genau, das, ich frage mich, genau. eine Firma muss bekannt geben, wo sie lizenziert sind. Sie haben Genau, keine aber ich frage, Lizenz. genau. Sie sind eine Ja, Limited. und Eine Limited ist in richtig. England. Richtig? Genau, aber ich frage Sie auch nicht, welche Straße Sie leben. Das ist ja auch privat. Nein, Deswegen haben wir aber auch Privatsphäre. Sie sind ja kein Privatmann, Sie sind Repräsentant einer Firma. Nicht ich direkt, nein. Doch, natürlich sind Sie Repräsentant einer Firma. Na, Sie sind, möchte gern Analytiker einer Firma. Da müssten Sie mir mitteilen, wo Sie Genau. reguliert sind. Sie können es nicht? Na, das ist Datenschutz. Das Na, kann ich das nicht ist sagen. kein Datenschutz. Jede reguläre und legale Firma würde das mitteilen. Dann sind Sie Nein. offensichtlich nicht legal. Nein, das wird auf gar keinen Fall jede Firma das Doch, mitteilen, natürlich, weil sowas da steht sogar häufig auf den Webseiten direkt, auf Ihrer Webseite steht es nicht. Das, Genau, da steht das auch nicht, weil das auch eben, Datenschutz ist. nein, das ist kein Genau. Datenschutz. Für eine Firma gilt der Datenschutz nicht. Wenn Sie Kunden haben wollen, müssen Genau. Sie sagen, wo Sie sind. Sie sind offensichtlich ein Betrüger. Ja, das ist, nein, das Ja, stimmt nicht. Wir dann haben sagen Sie gesagt, mir doch einfach, wo Sie nein, hören Sie reguliert mal zu. sind. Wir haben Wollen Sie gesagt, mir dass nicht wir in sagen? Amsterdam. Nein, das sage ich, weil das Datenschutz ist. Nein, das ist kein Ich frage Datenschutz. doch auch nicht an Sie, welche Straße Sie leben, oder? Ja, das können Sie ja gerne machen. Ja, aber das will ich doch gar nicht wissen, dass Sie Na ja eben, Datenschutz. aber ich will wissen, wo Sie reguliert Genau. sind. Ja, habe ich doch gesagt, in Amsterdam. Ja, wo denn? Bei welcher Behörde? Das sage ich Ihnen nicht, Ja, welche eben, Behörde. genau. Sie sind eine Limited. Eine Limited ist nicht in Amsterdam oder in Holland reguliert. Eine Limited ist in England reguliert. UK. Nee, nicht unbedingt. Warum das Doch, denn? Das ja nicht natürlich. unbedingt. Ja, Nein. wahrscheinlich, weil Sie keine Ahnung haben von Ihrem Job. Sie sind ein Betrüger. Das ist echt, das ist wirklich negativ, wie Sie denken. Das ist Nee, das ist wirklich traurig. faktisch. Das ist Fakten. Das ist so negativ über unsere Firma zu Ja, sagen, natürlich, klar, weil Sie ein Betrüger sind. weil Sie so schlechte Erfahrungen gesammelt Nee, haben. Das finde ich so weil traurig, ich dass Sie. gute Erfahrungen gesammelt habe mit Genau. Betrügern. Genau. Ich weiß Also. jedes Mal immer schon, wer vorher wer Betrüger ist. Okay, und haben Sie viel Geld investiert? Nur mit ehrlichen Firmen. Natürlich. Okay, Daher und das waren. weiß ich Und da auch, wie haben ich Sie sowas gesagt. überprüfen kann. Genau. Und Sie haben gesagt, 20 Jahre davor haben Sie letztes Mal irgendwie Geld investiert. Stimmt? Ach komisch, das wussten Sie auf einmal. Sie haben also die ganze Zeit Ah ja. mitgehört. Sehen Sie? Dann sehen Sie mal, wie illegal Sie arbeiten. Sie Ja, das dürften gar stimmt. nicht mithören. Sie sind jetzt schon kriminell. Ist lustig, Oh ne? ja. Ich finde es auch Nein, lustig. ich Ich finde das lache Sie nicht. nämlich aus, weil Sie so ein dummer Betrüger sind. Und ganz YouTube wird Sie über Sie lachen. Weil dieses Machen Video, Sie mal. wie das andere Video, werde ich bei Machen. YouTube stellen. Natürlich mache ich das, weil ich Machen. Sie Viel auslache. Erfolg damit.
Ja, Viel natürlich, Erfolg damit. klar, habe Machen ich. Sie. Habe Machen ich. Sie. Machen Mache Sie. ich auch, Kommen mache Sie ich auch. her. Mache ich auch. Können Sie gut schaffen, wenn Sie das machen. Ja, natürlich, klar, kann ich sehr gut. Machen Sie. Betrüger zu Richtig. entlarven ist immer lustig, macht immer Spaß. Richtig. Genau, Genau. genau. Super. Ja. Machen Sie. Ich hoffe, Sie machen das mit Erfolg und Danke, danke, mit habe ich schon. Mein ja, Kanal ist sehr alles klar. erfolgreich, tatsächlich. Ja, das freut mich. Ja, genau. Und die Super. YouTube-Zuschauer freuen sich, wie lächerlich sie sich gemacht haben. Die lachen sie nämlich Ja, auch okay. aus, weil sie so ein Alles dummer klar. Betrüger sind. Machen Sie. Ja, Machen Sie, wenn natürlich Sie mache ich auch. Da negativen. brauche ich ja Ihre Zustimmung nicht für. Ne, genau, machen Sie nicht. Sie Doch, können das doch machen, mache was Sie ich. machen wollen. Ich mache das, was ich Machen Sie, will. klar. Ja, klar, gut, Sie okay. können Wollen Sie den YouTube-Zuschauern ruhig noch was mitteilen? Wollen Sie schöne die. Grüße. Schöne Grüße. Schöne Grüße an YouTuber. Ja, an die YouTuber oder an die Genau. Zuschauer? Egal, Zuschauer, YouTuber, ist egal, das ist das Gleiche. Ja, genau. Nee, ist nicht das Gleiche. Machen Aber Sie. so, Sie sprechen so schlecht Deutsch, dass Sie den Unterschied gar nicht kennen. Genau, schmieren Sie das sich auf ein Brot und Ja, lachen Sie damit. jetzt werden Sie schon seriöser, ne? Ja, natürlich. Genau, Ja, klar. Ein genau. völlig seriöses Unternehmen. Ich lache Sie sowas von aus. Machen Sie. Ich lache. Hauptsache, Sie schaffen Ja, Gutes. natürlich, Genau. klar, mache ich. Ganz klar. Machen Sie. Ja, klar, mache ich auch. Klausi. Klausi Mausi. Klausi Mausi, ja. Richtig, richtig. Ja, ich Hoffentlich, frage mich nur, genau. wo haben Sie jetzt Klausi Mausi her? Mein Name ist gar nicht Klausi. Ist Oh, egal. Hauptsache, genau. ach, ist egal. Ja, Ja. natürlich, mein Name ist genauso echt wie Ihr Name und Ihre ganze Firma. Alles fake. Richtig, Genau. genau. Sie sind fake. Genau. Genau, Sie sind auch fake. Ja. Ja, eben, Und jetzt haben Sie es ja zugegeben. Schön. genau, Sie können, Hauptsache, Sie können ruhig schlafen und haben Erfolg Oh, damit. hervorragend kann ich schlafen, wenn ich weitere Betrüger online stelle und ganz YouTube über sie Richtig. lacht. Sehr gut. Genau, machen Sie Ich mal. hoffe, Sie Können Sie schlafen zusammen mal. genauso gut, wenn Sie irgendwann mal Genau, im ich schlafe Knast immer gut. landen, auf einer harten Pritsche, weil Ich schlafe. das wird nicht lange dauern, dann wird auch Ihr Genau. Callcenter gestürmt. Und ich weiß ja, dass Sie Genau. auch gar nicht in Holland sind oder so, das weiß ich alles. Sie rufen mit einer Machen Sie. gespooften Telefonnummer aus Luxemburg an. Sie sind irgendwo im Osten. Genau, machen Sie das mal und Ja, mache viel ich Erfolg auch. damit. Hauptsache, Sie können damit gut schlafen und Kann ich, viel Erfolg haben. Ja, kann ich das weiß hervorragend. ich. Wollen Sie sonst noch Alles irgendwas klar. loswerden? Ja, schöne Grüße. Ja, gut, okay. Ja? Werde ich ausrichten an die Zuschauer. Die Alles hören klar. das ja live. Mach mal. Genau, machen Sie mal. Genau. Und haben Ja. Sie sonst keine Datensätze mehr? Weil bis jetzt, Ja, richtig. wir können ja gerne noch mal Die Daten. weitersprechen, weil jede Minute, die Sie mit mir sprechen, können Sie niemanden anders anrufen und betrügen. Das ist mein Ziel. Habe ich hervorragend Genau. geschafft, ja? Machen Sie mal. Ja, Genau. natürlich. Machen Sie mal. Viel Ich Erfolg damit, was Sie machen. sehe schon, Sie kriegen gar keine Datensätze mehr, die Sie anrufen können. Ja. Läuft wohl schlecht bei Ihrer Ja, Firma, ne? das glauben Sie wohl selber nicht. Doch, das glaube ich. Sonst Okay. eine Firma, die viele Datensätze hätte, würde sich nicht so lange mit mir unterhalten, obwohl sie genau weiß, dass sie mit mir kein Geld verdienen kann. Ach, wissen Sie, über Sie kann man nur lachen, weil Sie Ja, wirklich, natürlich, natürlich. Ich lache Sie aus, weil Sie meinen so Sie, ein dummer Betrüger sind. Genau. genau, Auch meinen Sie, YouTube wir lacht sind über auf Sie. solche, genau, sexist auf Genau. solche Kunden wie Sie? Ja, natürlich. Genau. Natürlich. Bis dahin, schaffen Sie gut. Ja, tue ich. Alles klar. Ihnen dann Na, einen vielen Dank. schlechten Tag und eine schlechte Zukunft. Wünsche ich Ihnen auch. Nee, das Einen danke. schlechten Tod. Ja, natürlich. Genau. Schön. Da, ja, genau. Erschießen Sie sich am besten. Damit ist der Menschheit mehr gedient als mit Ihrer Existenz. Genau. 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 Schlafen Sie gut und stehen Sie mal auf. Stehen Sie mal auf. Ja, steh du doch mal auf, du dummer Betrüger. Richtig. Und stehst du schon oder sitzt du schon?